We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. Einen schönen guten Morgen von Tag 13. Heute von Belorado nach San Juan de Ortega, wenn ich dort eine Unterkunft finde. Ich bin heute um 6 Uhr aufgebrochen. Es war gestern ein ganz toller Abend beim Herbergsessen. Wirklich eine tolle Stimmung, ausgezeichnetes Essen. Ein Sänger, der eine Arie geträllert hat. Und heute früh bin ich immer auf dem Weg. Was nicht so gut kommt heute ist, dass der Regen der letzten Nacht von den Äckern sehr, sehr viel Schlamm und Schmutz auf den Weg gespült hat. Meine Schuhe schauen dementsprechend schon aus, wenn man durch den Schlamm wagt. Aber ja, muss man durch, sonst bleiben wir stehen. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Ortschaft und meinem Frühstück. Buen Camino. Nicht lustig zu gehen nach den Regenfällen der letzten Nacht. Muss man ganz schön viel aufpassen. Sonnenaufgang am Camino. Circa 6.45 Uhr. Herrlich und ruhig. So, frisch gestärkt mit einem Kaffee con Leche und einer Tortilla geht es jetzt weiter. 250 Höhenmeter haben wir heute schon geschafft, von 650 auf 900 und auf 1150 geht es noch hinauf. Irgendwo da hinten ist dann der Gipfel für heute und dann geht es noch lange ohne irgendeine Ortschaften hinunter nach San Juan de Ortega. Man sieht sich. So, 3 Stunden unterwegs. 12 Kilometer geschafft, also die Hälfte vom heutigen Tag. Im Moment noch recht flach und eben, aber die restlichen 250 Höhenmeter fehlen eben noch. Und da bin ich gespannt, wie das wird. Aber es wird gehen. So, jetzt muss ich aufpassen, da geht es über eine Brücke ohne Geländer. Den Fluss haben wir überquert. Ein Wahnsinnsfluss. Und wenn ich oben bin oder von unterwegs, gibt es die nächste Meldung.
Bis später, tschüss. Da vorne ist dann der höchste Punkt, 1150 Meter. Dann soll es noch einmal runtergehen und wieder ein Stück rauf, bevor es dann hinuntergeht nach San Juan de Ortega. Viel so Kiefernarten. War schon schön der Aufstieg. Anstrengend, aber schön. Und überraschend besser gegangen, als ich mir das vorgestellt habe. Also, Herbie, weitermachen. So, seit dem zweiten Gipfel hatte der Abstieg begonnen. Noch merke ich nicht viel davon. Was sich aber sehr geändert hat, ist der Weg hier. Ist ein breiter, offener Weg, Straße kann man sagen. Ich kann mir hier eigentlich nur erklären, dass das so eine Brandschneise ist. Also, dass im Fall eines Brandes dieser nicht von einer Seite zur anderen überspringen kann. Schön ist da nicht zu gehen. Horrible. Und wieder ein Rastplatz aus dem Nirgendwo. Einmal kurz hinsetzen. Die Füße ausrasten. Oasis del Camino. Und die. You like it? Nice in the shadow? Der will einfach nicht weg von mir. Jetzt habe ich ihn schon 100 Meter mitgenommen. Der steht auf mich. So, was gibt's von heute zu erzählen? Es war ein sehr zweigeteilter Teil, Tag. Der erste Teil war recht schön zu gehen. Es war eine angenehme Strecke. In der Mitte kam dann der große Aufstieg. Er war wirklich anstrengend, aber sehr schön zu gehen. Danach kam eine lange Strecke, die eigentlich gar nichts geboten hat, mit der einen Überraschung, dem Rastplatz. Es war nicht schön zu gehen. Aber irgendwann war ich am Ziel, hier im Kloster von San Juan de Ortega. Für morgen steht ein Plan, von hier aus über etwa 27 Kilometer nach Burgos zu gehen, der ersten ganz großen Stadt, die es hier am Camino gibt.
Beginn der Meseta. Ich habe mir für morgen ein Zimmer gebucht, einmal etwas geleistet, bin alleine in einem Zimmer und werde das morgen genießen, werde mir die Altstadt ansehen. Es gibt einige Bauten und Gebiete, die es wirklich zu sehen gibt, anzusehen gibt. Und dann geht es am nächsten Tag, also übermorgen, weiter Richtung Meseta. Wir sehen uns morgen auf dem Weg. Für dich.